Eğer bu nehir Avrupa'nın herhangi bir kentinde olsaydı ve Hasankeyf Avrupa'nın herhangi bir kentinde olsaydı, siz Iğusu Barajı'nı inşa edecek idiyseniz bunu burada da inşa edin. Auf einer Gesamtlänge von rund 280 Kilometern sollen der Tigris und seine Nebenflüsse aufgestaut werden. Neben den ökologischen Auswirkungen steht die unvermeidliche Zerstörung von Städten, Dörfern und Siedlungen im Zentrum der Kritik. Davon betroffen wären auch historische Monumente und Zeugen menschlicher Kulturen aus längst vergangenen Epochen. Nur eine Autostunde von der Ölstadt Batman entfernt, hat der Tigris mächtige Felswände aus dem Stein geschliffen. Hier befindet sich die antike Stadt Hasankeyf. Die Stadt ist wohl eine der bedeutendsten Kulturstätten der Welt. Seit 11.000 Jahren soll sie nun dauerhaft besiedelt sein. Hasankeyf ist eine Kombination der Arbeit von Mensch und Natur. Die Stadt ist außergewöhnlich, einzigartig. Das Minarett stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist auch heute noch ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt. Bis zu seiner Spitze soll das Wasser des Stausees reichen. Nur das Storchennest liegt noch höher. Alles darunter, Häuser, Moschee, Felshöhlen, würde unter den Wassermassen versinken. Durch die Errichtung des Elissodammes würden über 200 Siedlungen betroffen und mindestens 95 vollkommen eingestaut. Nicht nur im Tigristal selbst, sondern auch in den Seitentälern, die in den Stau integriert sind. Benimle danışmadan benim tapumu elimden alıyorsun. Benim yerimi, yurdumu, her şeyimi elimden alıyorsun. Bu diktatör rejimlerden olur, demokrasilerde olmaz. Wir sind hier aufgewachsen. Wo sollen wir sonst hin? Wo sollen wir sonst hin? Das Elissu-Kraftwerk würde rund 2 Milliarden Euro kosten. Die entscheidenden Geldmittel und Sicherheiten kommen aber nicht aus der Türkei, sondern aus Europa. Österreich, Deutschland und die Schweiz wollen die Errichtung des Kraftwerkes finanzieren. Ich kann natürlich aus einer Sicht sozusagen der Vorsicht sagen, das ist eine schwierige Region. Am besten wir tun dort nichts, dann bauen das die Chinesen. Die stehen sozusagen vor der Tür und wollen dieses Projekt auch anbieten. Und wir sagen lieber, es bauen die Chinesen als wir, weil das ist sozusagen ein schwieriges Terrain. Da stelle ich mir die Frage, welches Projekt auf der Welt wollen diese Staaten, Deutschland, Österreich und die Schweiz, jemals ablehnen, wenn sie dieses genehmigen?